Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Arx Fatalis für den PC. Im letzten Part haben wir einige dieser Portale aktiviert, leider noch lange nicht alle. Ein bisschen in diesem Schlangentempel aufgeräumt. Ob das jetzt ausgerechnet das ist, was ich jetzt auch tun muss, weiß ich nicht. Aber wir sind schon mal hier. Ist das nicht wunderbar? Ja, das ist doch toll. Und ich glaube, die hier waren beide offen, aber die hier war zu. Naja, soll ich nochmal probieren, die aufzuknacken? Warum nicht? Wird bestimmt eh nicht klappen. Das ist zu kompliziert für mich. Okay, anyway. Wir haben hier ja noch ein paar Wege offen. Wir sind von da hinten gekommen. Wir waren da drin, wir waren da drin. Falls ihr gerade ein Geräusch im Hintergrund gehört habt. Das war meine PS5, die mir signalisiert hat, dass eines meiner nächsten Aufnahmeprojekte fertig heruntergeladen /installiert ist. Und warum sieht das wieder aus wie so ein Teleporter? Oh, das Spiel minimiert. Schade. Es sieht aus wie ein Portal, aber mein normaler Portal-Activation-Zauber funktioniert hier nicht. Dann haben wir uns hier drin noch nicht umgeschaut, was aussieht wie eine Bibliothek. Okay. Kochbuch für Goblins, schon wieder eins. Ist das dasselbe? Das ist dasselbe. Ich wage zu bezweifeln, dass ich ihm das nochmal bringen kann für Erfahrungspunkte. Aber das sind alles Bücher, die ich entweder in meinen Schrank legen kann oder verkaufen kann. Uiuiuiui, hier sind ja viele Bücher. Werde ich jetzt nicht alle vorlesen, das ist... Da habe ich in meinem Riven Let's Play gelernt, Bücher vorlesen nimmt teilweise 30 Minuten ein. Ah, Schweben, okay. Ein Trank der Unsichtbarkeit nehmen wir mit. Eine leere Flasche nehmen wir von mir aus auch noch mit. Aber ich glaube, die will ich auf der ersten Seite hier jeweils haben, ja. So, damit das hier auch mal ordentlich stackt. Was noch irgendwas zum Stacken? Warum kann ich... Oh ja, Wunderbärchen. Guck mal, hier haben wir sogar noch... Nee. Sowas. Okay, warum habe ich einen Knochen dabei? Warte mal, warum klang das gerade wie eine Fehlermeldung da bei meiner PlayStation? Das gefällt mir nicht. Das klang wieder richtig. Okay, ich mag es nicht, dass ich hier so ein Flüstern gerade gehört habe. Das klingt nämlich fast schon wieder darauf hinzudeuten... als wäre hier irgendwo noch so eine Schlangenfrau, aber wir haben ja auch noch einen offenen Raum. Also vielleicht ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass hier drin noch eine ist. Wollen wir mal mit gehobenem Schwert hier reingehen? Hallo. Ja? Nice. Das nehmen wir mit zum Verkauf. Dankeschön. Das sieht aus, als würdet ihr hier schlafen. Bisschen wenig Betten für so viele, die hier gerade waren, aber... Who am I to judge? Vielleicht wechselt ihr euch ab mit dem Schlafen. Okay, aber das scheint es hier drin gewesen zu sein, ha? Huh? Da bin ich nämlich hergekommen. Ja. Schon. Okay, gut zu wissen, oder? Naja, ist es so gut zu wissen, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Oh, mir fällt gerade ein, war nicht im Schloss auch noch so ein Portal hinter genau so einer Wand? Falls ja, habe ich das noch gar nicht wieder aktiviert. Und da hinten bin ich noch nicht lang gegangen. Dann sind wir doch noch nicht fertig hier drin, sehr gut. Oder, naja, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich laufe mal wieder mit gehobener Waffe hier rein, weil das... Die... Dudes bzw. Dudettes sind halt nicht immer so unendlich freundlich. Und wenn mir so eine hier entgegenläuft, will ich lieber gleich einmal draufschlagen. da drin ist keine, das gucken wir uns gleich an. Nur noch mal kurz den anderen Gang hier rechts rum entgegenlaufen. Entlanglaufen, meine ich. Bevor wir die Waffe wieder wegstecken. Na? Irgendwo noch einer am Start? Ich bin bereit, dir aufs Maul zu hauen. Oh, hier geht's runter. Ach du Scheiße. Noch weiter runter. Ich glaube, so weit unten war ich noch gar nicht, ja. Aber gut. Erstmal. Haben wir hier noch ein. Oh Gott, da sind auf jeden Fall noch welche. Oder sind das Statuen? Die bewegen sich nicht. Ich glaube, das waren Statuen. Egal, erstmal kurz hier hinter gucken. Oh, damn. Oder auch nicht. Das geht nämlich nicht auf. Hier ist kein Knopf. Fuck. Was war dieses Geräusch gerade? Diese. Fast wie ein Zombie. Haha.
Oh Jesus, okay, es sind immerhin wirklich Statuen, dann brauche ich vor denen erstmal keine Angst haben, aber Halle der Tapferen. Das ist auf jeden Fall eine Tür. Und warum klingt das, als wäre hier ein Zombie hinter? Also, das klingt ja wirklich sehr. Also, was zur Hölle ist das? Der Schwachpunkt der Reichen, oh sorry, Schlange ist dort zu finden, wo ihr Schwert und ihr Zepter kreuzen. Was? Unmöglich. Verschlossen. Wo ihr Schwert und ihr Zepter kreuzen. Was? Ich mag diese Schreie, diese Geräusche überhaupt nicht. Da kommt gleich irgendwas auf mich zu, was mir gar nicht gefällt, glaube ich. Deswegen speichere ich lieber 15.000 Mal zu viel. Manchmal ist das, was du siehst, nicht real. Ich hab eine Idee. Oh Gott! Aha. Ich will mal was gucken. Ich habe eine Enthüllungsschriftrolle. Hier. Und apropos, Moment mal kurz. So. So. Aber kann ich enthüllen auch zaubern oder ist meine Magiekraft dafür wieder zu schwach? Wo ist ein Enthüllen hier? Okay, in der Theorie funktioniert es, aber nicht da. Hier auch nicht. Vielleicht hier. Okay, das ist weird. Na. Hallo? Danke. Aha. Hier kommt doch dieses Zombie-Geräusch her. Oh Gott. Oh Gott, es war wirklich ein Geist, oder? Und jetzt ist er weg. Oh Leute, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Will ich hier überhaupt wirklich weiter? Hey, ich bin mir da echt noch gar nicht so sicher. Klick. Klack. Klock. Ist das richtig, was ich hier gerade mache? Klimm. Ich weiß es nicht. Klang. Klong. Was ist das? Woher soll ich jetzt wissen, welcher das war? Moment mal. Kann ich das da drauf stellen? Nee. Aber wenn ich das so unmittelbar da drunter stelle. So. So können wir doch eigentlich attesten, welcher das ist oder nicht. Guck mal, ist sogar der. Ja, wunderbarst. Aber was mache ich mit dem? Gut, ich habe jetzt den gedrückt und interagiere ich jetzt hiermit. Was willst du mir damit sagen? Also wir wissen, dass es dieser Hebel hier ist.
Was willst du mir damit sagen? Die anderen alle nochmal drücken, habe ich die quasi alle aktiviert und jetzt muss ich sie wieder deaktivieren und nur den als einzigen aktivieren, oder? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Rätsel richtig verstehe. Also das Gute ist, wir wissen, welcher Hebel gemeint ist, aber... Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal den drücken. Als einzigen. Ich verstehe nicht. Okay. Ich würde mal diese Flasche hier stehen lassen, einfach als Indiz für mich nochmal. Aber... Tja. Nee, weiß ich gerade nicht. Also ja, keine Ahnung. Jetzt zeigt es mir einen anderen an. Oh. Dann doch eine Reihenfolge. Moment, dann ist das hier jetzt der Fisch. Das ist ja auf jeden Fall was auf der Seite so. Also Flasche, Fisch, nichts. Und wenn wir dann gleich nach rechts gucken, dann kann ich einfach mal Rippchen. Hinten ist wieder nichts, aber da kenne ich an der Wand, an der Perspektive zumindest, ob es links oder rechts ist. Und keine Ahnung, Lauch. So. Jetzt sollte ich erkennen, was was ist. Also. Du zeigst mir jetzt den hintersten, ganz hinten links. Der hier, weil es ist nicht der Fischhebel, aber es ist auf der Seite. So. Welchen zeigst du mir jetzt? Jetzt zeigst du mir wieder meine Flasche. Okay, dann drücke ich nochmal den Flaschenhebel. Zeigst du mir wieder den hinteren. Ich bin verwirrt. So. Was zeigst du mir jetzt? Zeigst du mir wieder die Flasche. Warum? Dab, dab. Okay. Dann so. So. Und dann jetzt den, um die linke Seite fertig zu haben, oder? Ich bin verwirrt. Zeigst du mir wieder die Flasche. Hä? Okay, was hat es mit diesem Rätsel auf sich? Ich bin verwirrt. Also, Flasche. Und den hier. So, was zeigst du mir jetzt als nächstes? Zeig mir jetzt nicht wieder die Flasche. Doch, tut er, aber... Ups, sorry für den Mikrofonschlag. Das passiert mir irgendwie in letzter Zeit wieder viel zu häufig. Der Fisch. Ich leg den mal da so hin. Und nur mal kurz als Experiment. Falls es irgendwie gespiegelt ist, einfach in der Kugel, kann ich ja nochmal hier, was weiß ich, eine Fackel hinlegen. Okay. Du zeigst mir jetzt wahrscheinlich wieder die Flasche an. Nee, die Fackel. Aha. Ach, deswegen Fack. Ja, stimmt. Hier ist ja auch eine Wand. Ach, ich war dumm. Ich war dumm. Ich habe mich auf die Perspektive verlassen, aber die war ja gar nicht so, wie ich dachte. Okay, also. Flasche, Fackel.
Flasche, Fackel, Fisch. Gut. Flasche, Fackel, Fisch. Flasche, Fackel, Schiff. Schiff. Rippchen. Flasche, Fackel, Fisch, Rippchen. Okay. Jetzt ist es der hier hinten. Ja, der ist auch viel dunkler. Das war mir vorhin schon aufgefallen, dass es hier irgendwie, dass es auf dem Bild irgendwie viel heller aussah. Und jetzt fehlt ja eigentlich nur noch Lauch. Richtig? Jawohl. Es hat funktioniert. Ja, ich habe mich mit... Ja gut, mit dem hinteren habe ich mich doof angestellt. War meine Schuld, mein Fehler. Längster Weg. Kürzester Weg. Ich werde den längsten Weg gehen. Weil kurzer Weg heißt oft kurz und gefährlich. Und langer Weg oft lang, aber weniger Risiko, ne? Wir denken an sowas wie Game of Life. Oh. Warum sollte es einen längsten Weg geben? Das muss ein Scherz gewesen sein. Nimm den kürzesten Weg und du wirst sehen, dass der Umweg, den du gerade gemacht hast, ihn ein wenig ausdehnte. What? The fuck? Und da dieser Geist, der macht mich wahnsinnig. Was zur Hölle suche ich hier unten überhaupt? Kürzester Weg. Hi. Bist du der Geist? Ob du es bist oder nicht, du attackierst mich. Und du lässt irgendwie Staub fallen. Okay. Ein verfluchter Ring, ja, den will ich dann auf jeden Fall verkaufen, danke. Das ganze Gebiet ist ja unendlich gruselig. Ja, ich habe in diesem Oktober echt so ein paar Horrortitel hier mit Black Mirror. Ein versteckter Knopf. Ha, what the fuck? Nope, hier ist nichts, aber vielleicht im Spiegelbild erzünden. Hier lang zurück komme ich ja auch nicht. Das ist ja nur das Spiegelbild, ne? Nur was man von da aus sieht. Das heißt, nur hier hat es jetzt wirklich einen Effekt, oder? Oh, Jesus, das ist so weird. Und so gruselig. Ich werde doch hier hin und her teleportiert. Das kann mir doch gerade keiner erzählen, oder? Gut gemacht, du hast dich jetzt würdig erwiesen. Ich habe keine Ahnung, was genau ich gemacht habe, aber danke trotzdem. Was ist das jetzt schon wieder? Hier ist doch was. Warum werde ich da jetzt zurückteleportiert, wenn ich das mache? Irgendwas ist hier schon wieder weird. Gut gemacht, du hast dich jetzt würdig erwiesen. Ja, danke, aber ich werde trotzdem immer hin und her teleportiert. Also das hier ist doch safe eine Tür. Das kann mir noch niemand erzählen. Das ist ein Gang, das sehe ich. Und da hinten ist noch einer. Komm schon. Ändert sich nichts. Ich werde wirklich einfach nach hinten geschoben. Wie kriege ich dich auf? Wie bekomme ich den auf?
hier stuck oder was? Das gibt's doch gar nicht. Aha. Jetzt komme ich hier lang nämlich nicht wieder. Ah doch, ich komme hier wieder zurück. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ich würde aber gerne diesen Weg ja nicht... Also ich würde es hier jetzt nicht gerade alles umsonst gemacht haben gern, sondern schon wissen, warum ich da jetzt gerade nicht weiterkomme. Verdammte Scheiße, ey. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ob ich diesen verfluchten Ring ausrüsten muss? Ich ehrlich gesagt nicht. Gut gemacht, du hast dich als würdig erwiesen. Ach, da. Ach, Jesus Christ. Dankeschön. Fortschritt, da ist wieder ein Knopf. Nee, diesmal ist es nur Wanddeko. Aber jetzt sind wir in dem Raum, den wir vorhin von der anderen Seite aus nicht aufbekommen haben. Sehr gut. Wenn dies nicht das Original ist, ist es kein Pfifferling wert. Wenn dies nicht das Original ist, ist es kein Pfifferling wert. Dasselbe hier nochmal. Die Tür ist aber immer noch nicht offen. Es ist kein Pfifferling wert. Das ist zwar kein Pfifferling, aber es ist immer ein Pilz. Das war nur meine... meine Fackel. Nicht das Original ist, ist es keinen Pfifferling wert. Das sind weirde Rätsel. Nee. Was ist jetzt passiert? Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen meine Schriftrolle benutzt. Ja, habe ich wohl. Naja. Ich verstehe es nicht. Wenn dies nicht das Original ist, ist es keinen Pfifferling wert. Okay, ich übersehe wieder irgendwas, irgendwo. Das scheint es ja nicht zu sein, wenn dies nicht das Original ist, ist es kein Pfifferling mehr. Das steht hier nach wie vor überall. Irgendwas, womit ich hier interagieren kann? Nö. Ich verstehe es nicht. Krieg der Magier, Gesetze des Noden, Arzneibuch des Ordens, Gesetze des Noden, Kochbuch für Goblins, der Ring. Den Ring ins Feuer werfen. Zeigt so ein Pfeil hoch? Sagt mir das irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Hier irgendwie nochmal zurückzulaufen, wird mir auch nichts bringen, glaube ich. Zumal es hier dann nur sehr dunkel ist, ne? Das hier ist aber kein... Wenn das nicht das Original ist, ist es keinen Pfifferling wert. Ich verstehe diesen Hin... Also es wird ein Hinweis sein, aber ich verstehe ihn nicht. Ich würde hier gerne raus. Dies ist nicht das Original, das ist kein Pfifferling wert.
Tja, keine Ahnung. Warum steht das hier auch viermal? Also, das wird schon irgendeinen Grund haben. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder irgendwie einen Heiltrank getrunken. Das gibt's doch nicht. Okay. Irgendein Hinweis hier? Nee, ne? Warum habe ich denn da keinen Ring ausgerüstet? Ist der kaputt gegangen? Segnung, Aura, Enthüllen. Heilen, Nachtsicht anzünden. Anzünden? Anzünden? Nicht. Nö. Nachtsicht glaube ich auch nicht, dass mir das irgendwas helfen wird, aber... Irgendwas irgendwo, das gibt es doch nicht. Jo. Ich hoffe, die Aufnahme ist wieder am Stissel. Ich habe gerade gesehen, dass hier eine goldene Schlange gespawnt ist. Ich habe tatsächlich, also beim Offscreen rumgucken, habe ich gerade noch eine andere Sache gefunden. Die habe ich jetzt gerade, ich wollte gerade zurückgehen und da den Cut quasi ansetzen und weitermachen. Da habe ich jetzt gerade zufällig beim Runterfallen diese Schlange gesehen. Aber ich hatte tatsächlich eine andere Sache noch gefunden und das war wirklich nur komplett durch Zufall. Ich bin jetzt hier gerade random ziemlich viel hin und her gelaufen und habe diverse Sachen probiert, gegen diverse Sachen gegengeschlagen. Ich habe zum Beispiel, oh Gott, ich muss mal kurz niesen. Ich habe zum Beispiel erstmal noch hier hinten. Oh Gott, ich muss niesen, komm schon. Ach, danke. Hinter diese ganzen Dinger geguckt, weil ich eben gemerkt habe, dass ja noch ganz viele von denen sind und da war nichts. Ich habe ein paar Mal noch gegen diese Statuen geschlagen, was mir auch nichts gebracht hat. Aber was ich eben gemacht habe, ist, wie man gerade schon gesehen hat, ich habe gegen Sachen gegengeschlagen. Und unter anderem habe ich auch gegen dieses Ding hier gegengeschlagen. Und daraufhin mal die Truhe öffnen. Das war so, what the fuck. Und jetzt haben wir zwei goldene Schlangen im Inventar. Ich war jetzt gerade verwirrt, weil da unten eben auch eine war, weil ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir hier eine und wollte gerade probieren, diese eine Schlange dann in den Topf zu werfen. Aber jetzt haben wir zwei Schlangen. Das ist jetzt wieder weird. Jetzt weiß ich wieder nicht, ob das dann des Rätsels Lösung ist oder nicht. Aber naja, gehen wir erstmal wieder zurück. Tja. Ich bin aber wirklich irritiert hier gerade, weil das mit dem Pfifferling habe ich immer noch nicht verstanden. Ich werde jetzt einfach probieren, diese diese Schlangen da nochmal reinzuwerfen, in der Hoffnung, dass das irgendwas tut. Bin mir aber jetzt auch schon wieder nicht mehr sicher, ob das überhaupt der richtige Weg ist oder nicht. Weil dadurch, dass ich jetzt zwei gefunden habe, ist meine Theorie damit irgendwie wieder im Arsch. Ja. Ich werde einfach mal hier nochmal ein Safe State setzen. Und ja, keine Ahnung, einfach das da jetzt reinwerfen. Fuck. War das richtig? Oh. Jetzt leben die. Ich bin ja sogar hier. Oh Gott. Ein Augenblick, kurze Kampfkonzentration. Was passiert? Oh, ich bin Level aufgestiegen, nice. Ich bin jetzt wieder hier. Moment mal, wir haben jetzt ein Item gefunden, das heißt so hark. Jetzt habe ich hier ja gerade nochmal gespeichert. Ich will jetzt mal kurz gucken, was passiert denn, wenn ich die andere Schlange da reinwerfe? Gott, hatte ich jetzt gerade die linke oder die rechte reingeworfen? Gott. Ach nein, falsche Taste.
Habe ich jetzt denselben Gegenstand bekommen? Ja, habe ich. Okay. Aber was ist denn bitte der so hark? Ey, keinen Plan. Das hat ja nicht mal... Also das ist ein Ring, aber der Ring hat ja nicht mal irgendwie so... Werte. Also scheint das keiner zu sein, den ich ausrüsten kann. Oder... Doch, kann ich. Das hat jetzt komische Geräusche gemacht. Ah, nee, das gefällt mir nicht. Ich nehme den erstmal wieder ab. Aber ich habe noch ein Level ab. Und da wollen wir jetzt, glaube ich, wirklich erstmal den Kram hier möglichst hochbringen. Oder eben den Schleichkram. Ich weiß es nicht. Schleichen und Objektwissen ist hier mit Fingerfertigkeit. Da wollen wir erstmal hier im Punkt 3. Wow, das hat echt wenig gebracht. Das gibt's noch nicht. Naja, ich muss... So, jetzt hier auf 40, dann sind wir schon fast da. Aber es gefällt mir nicht. So, jetzt habe ich 50. Das sollte damit jetzt... Ja gut, jetzt habe ich hier nichts mehr dabei, aber das sollte zumindest den restlichen Kram, den ich in meiner Truhe zu Hause habe, hoffentlich identifizieren können. Aber jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken. Hier vorne... Ist das Tor jetzt weg? Ja, ist tatsächlich weg. Dann ist jetzt die Frage, bringt mir das jetzt irgendwas noch, die andere hier noch reinzuwerfen? Nee. Jetzt, okay, wenn ich es in der Reihenfolge mache, dann behalte ich die. Dann kann ich die jetzt vielleicht einfach verkaufen. Oder als Statue in meinen Schlossraum stellen oder so. Naja. Aber wenn ich... Ah, jetzt habe ich das Spiel minimiert. Hallo? So, danke. Nein, du sitzt. Digga. Dankeschön. Und hier war die Treppe nach unten, richtig? Ich überlege gerade, ob es sinnvoll... What the fuck? Bewahre. Nichts kann meine Inkarnation auf Arx jetzt noch verhindern. Es ist schon viel zu spät. Warum sollten wir uns also bekämpfen? Schließ dich mir an. Ne. Auch du bist ein Gefangener des Noden und ich allein kann dich befreien. Sehnst du dich nicht nach Freiheit? Warum ein Gefangener des Noden bleiben, wenn wir wie Götter über diese Welt herrschen können? Sei mein Verbündeter, Bewahrer, und ich verspreche dir Zugang zu Mächten weit jenseits deiner Vorstellungskraft. Ich würde dir helfen, unter der Bedingung, dass du die Sonne draußen wiederherstellst, damit die Leute wieder normal leben können. Wenn wir das machen können, dann sehr gern. Aber vorher nö. What the fuck? Sind das Würmer oder Wurmhäuser? Ich wollte gerade eigentlich nur mal hier runter gucken. Genau in der Hoffnung, dass wir sowas finden. Toll. Ja dann, tschüss. Jetzt gehen wir erstmal nach Arx. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das absolut überhaupt nicht war, was ich... Alter. Hallo? Ich check fest. Ernsthaft? Ich steck fest. Krass. Okay. Nochmal. Gut, dass wir hier gerade gespeichert haben. Und ja, ich habe die Ratte und alles da hinten gesehen, aber nee, gerade nicht, du. Dankeschön. Diesmal vielleicht ohne feststecken. Fände ich ganz cool. So, kann ich irgendwas verkaufen? Guck mal, dir kann ich die Schlange tatsächlich für 350 verkaufen. Ich gucke aber erstmal kurz, ob ich das dem anderen Dude auch verkaufen kann. Aber will ich die überhaupt verkaufen, ist die Frage, ne? Weiß ich gar nicht. Vielleicht stelle ich sie mir auch einfach in mein Zimmer erstmal. Das wäre doch ganz lustig. Oder vielleicht gebe ich sie auch der Schlangenfrau in der Burg. Hi! Auf jeden Fall habe ich für dich... Den Ring, den brauche ich nicht. Ich habe für dich auf jeden Fall ein Armband, das brauche ich nicht. Das möchte ich behalten.
Ich habe gar nicht mal irgendwie Kram gefunden, außer noch dieses Schwert, was ich verkaufen könnte. Aber ich will dann dringlichst erstmal wieder zurück ins Schloss, um meinen hoffentlich jetzt identifizierten Kram aus der Truhe nehmen zu können. Und weil ich eben noch glaube, dass da auch noch so ein Teleportationsding war. Und irgendwas wollte ich noch machen. Ach ja, genau. Ich wollte noch mal gucken. Wir haben ja vor sehr, sehr, sehr langer Zeit haben wir mal diese Quest von Groy angenommen, quasi mit dem Geburtstagsgeschenk. Und was ich seitdem, glaube ich, noch gar nicht gemacht hatte, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, ist einfach mal die anderen Trolle zu fragen, weil er hat ja irgendwie auch mal Freunde gehabt und sowas. Vielleicht weiß ja davon jemand. Oder vielleicht hat davon ja auch jemand einfach ein Geburtstagsgeschenk, ha? Irgendwas. So, und war hier nicht irgendwo, war das hinten beim Kerker, irgendwo hier war doch auch so ein Portal, oder nicht? Ich erinnere mich zumindest, dass ich irgendwo mal so einen Knopf gedrückt habe. Aber das kann ich auch echt falsch in Erinnerung haben. So, hier war die Küche und hier hinten war der Kerker, ja. Aber war hier dann, war hier nur der Kerker? Wahrscheinlich war hier nur der Kerker, wobei da oben auch noch irgendein Raum zu sehen ist. Er ist aber verschlossen. Ich will nicht sterben. Oh, das ist der Typ, den wir... Erzog, wie ich annehme. Stimmt, ja, das hat wurde erwähnt. Sag mir, warum du Phalan Orbiplanax getötet hast. Bist du der hohe Priester des Akbar-Kultes? Oh, Gnade, tötet mich nicht, bewahre des Lichts. Ich bin kein Priester, ich schwöre es. Diese Rituale sollten nur meine geliebte Frau von den Toten zurückbringen. Erzähl mir mehr, Erzog. Sie kontaktierten mich, blieben aber immer in den Schatten versteckt. Die Priester versicherten mir, dass meine Frau zu mir zurückkehren würde, wenn ich zu Akbar bete. Aber es waren Lügen. Oh, bitte, habt Gnade mit meiner fehlgeleiteten Seele. Nenne mir einen weiteren guten Grund, dich am Leben zu lassen, Sterblicher. Ich kann euch helfen. Der Eingang zu ihrem Tempel ist eine Metalltür in der gelben Tulpe. Sie gaben mir das Passwort. Fahrtkapell. Aha, guck mal, danach suchen wir doch wirklich lange schon. Aha. Ja, guckt mal. Schaut mal einer guck, wie ich gern zu sagen pflege. Dann ist das jetzt wahrscheinlich einmal der nächste Storyweg. Ist das alles, was ich gerade gemacht habe, dann komplett optional? I don't know. Oh je. Hi. Ich hasse es, mich ständig wiederholen zu müssen. Landshire, findet den Chaos und gebt ihn zurück. Ansonsten werdet ihr eure Nachlässigkeit bereuen. Ihr wisst es. Seit 20 Jahren tue ich alles, um diese Rebellen zu finden. Seit sie damals meine Tochter entführten und meine Frau töteten. Glaubt mir. Genug. Der Orden hat kein Interesse an euren rührseligen Geschichten. Ergebnisse sind das Einzige, das euch vor dem Ausdruck unserer Enttäuschung bewahren kann. Ich werde meine besten Männer darauf ansetzen. Schwester Shinkash wird hier bleiben, um euch zu helfen, wie immer. Warum auch immer das jetzt nicht synchronisiert war. What the fuck? Erklär mir das. Ich verstehe gar nichts. Um was dreht sich diese Unterhaltung? Hört mich an. Verzeiht mir, aber ich denke, es ist das Beste, ihr habt hiermit nichts zu tun. Dies ist etwas, das allein das Königreich betrifft. Ja, erzähl schon. Erzähl schon. Lasst uns nicht mehr säumen. Dann eben nicht. Nee, dann rede ich jetzt erst mal kurz mit der Schlangenfrau. Da hoch gehen wir gleich. Weil ich will mal gucken, ob die vielleicht diese Statue haben möchte. Entschuldigung, wollte nicht stören. Ist eigentlich hier noch... Oh, war das hier vielleicht mit dem Portal? Auch nicht, dang it. Wo war das denn? Das war doch irgendwo hier im Schloss, oder bin ich doof? Bilde ich mir das ein? Ich überprüfe das gleich. Ich finde das noch raus. Hi. Shinkash, in welcher Weise ist der König dem Orden von Edorneum verpflichtet? Das hat nichts mit eurer Aufgabe zu tun, Bewahrer. Es muss
genügen, wenn ich sage, dass es eine Schuld abzuzahlen gilt. Hat der König etwas, das euch gehört? Der Vertrag. Der König muss sich an unseren Vertrag halten. Das ist alles. Lasst euch von der Weisheit dieser Bücher erfüllen. Halt mal die Schnauze. Hast du was über den Ring? Nö. Über die Statue? Nö. Hallo Ratte. Weißt du irgendwas? Möge die Weisheit des Nein. euch leiden, Amshagar. Ich nehme das Buch jetzt mit. Da, hab ich dir jetzt geklaut, Arschloch. Puh. Okay, aber jetzt mal ohne Mist. Es gab doch hier irgendwo... Ja, aber hier ist der Astronom, du. Es gab doch hier irgendwo diesen Raum mit dem Portal. Das gibt es doch nicht. Bin ich dumm? Das bilde ich mir doch nicht wirklich ein, oder? Hä? Was haben euch die Sterne verschlossen? Eine Astralkonfiguration ist faszinierend. Glaube ich dir. Also anscheinend muss ich mir das echt einbilden. Aber ich bin mir voll sicher, dass es hier im Schloss irgendwo so einen Raum gab, wo dann, wo genau so ein Portal-Dingens, also so eine magische Tür war, wie gerade da, wo ich gerade bei den Schlangen war. Und dass ich dann das ausgemacht habe und dahinter so ein Portal war. Bilde ich mir das wirklich ein? Also, wenn ich gerade mal so auf die Map gucke, hier wird es ja kaum gewesen sein. Nee. Da war dann noch das und das, aber da war der, da war der, da oben! Oh mein Gott, es ist da oben. Es ist, man sieht es auf der Map, es ist da hinten. Aha. Es ist da hinten. Hier ist mein Zimmer, machen wir das erstmal kurz. Die Statue können wir hier abstellen als coole Deko. So, ist jetzt hier alles Aha, der Ring des Schutzes. Rüstungskraft plus 10%. Schutz von Magie 10%. Giftresistenz 10%. Nice. Und das Ganze zweimal. Kann ich einen davon verkaufen. Zauberring. Mhm. Kann ich irgendwas... Ach, der irritiert mich hier echt. Guck mal, den kann ich verkaufen, den anderen kann ich ausrüsten. Oder? Klingt doch gut. Klingt tatsächlich nach einem guten Ring. Der hier hat Rüstung minus 20%. Will ihn nicht mehr. Mag ich nicht mehr. Kann ich den auch doppelt ausrüsten? Nice. Aber wie schaut's hier aus? Wir haben doch auch hier noch einen Ring nicht drin gehabt. Okay, aber hier ist zumindest noch Platz für ein Buch. So. Ja, aber ganz ehrlich, die Bücher lege ich jetzt hier, die lege ich jetzt hier hin. So, ich brauche meinen Platz in den Truhen, glaube ich, für was Wichtigeres. So, guck mal, hier haben wir ganz viele Bücher. Da haben wir unsere eigene kleine Bibliothek hier. Ist das nicht toll? Guck, da noch ein Buch. Noch ein Buch. Das lege ich einfach mal da hoch. Das verschwindet sonst irgendwie im Boden. Hallo? Warum verschwindet ihr Bücher im Boden? The fuck? Okay. So, dann sind das jetzt halt hier meine Nachttischbücher. So. Aber wo ist denn der Säbel? Da unten. Und da ist auch noch ein Ring. Darker Ring der Magieresistenz. Ja, aber das ist wieder, das ist doch wieder genau derselbe. Dann kann ich davon auf jeden Fall einen verkaufen. Und hier Säbel nicht identifiziert. Immer noch nicht. Das gibt es doch nicht. Krass. Krass. So, hier haben wir noch diesen gruseligen Ring. Und eben die Schlange, aber die lassen wir auch einfach mal da. So, dann jetzt aber endlich das Portal. Ja, genau das ist, wonach ich gesucht habe. Das gibt's doch gar nicht.
Nur Roller, Alter. So, guckt mal. Unterirdischer See, Kavernen, Außenposten, Pilzwald und Stadt Arx. Gehen wir mal zurück in die Stadt, weil den einen Ring will ich ja noch verkaufen, hier direkt am Portal. Und wie heißt es dann hier jetzt? Festung in der Stadt Arx. Ja, danke schön. Das nehme ich doch ja, sehr gern. Danke, danke. So, hello there. Ich würde dir gerne diesen Ring verkaufen. Bitteschön, möchte ich nicht, brauche ich nicht. Behalt ihn. Ciao. Und jetzt würde ich gerne noch... Ja, da gehen wir lieber nochmal zu Fuß runter. Ich würde mich gerne nochmal kurz zu den Trollen gehen, vielleicht in der Hoffnung. Könnt ihr mir etwas über die Rituale sagen? Ja, bla. Ich sagte euch bereits alles, was ich weiß. Ich wollte ja sowieso diesen Weg hier nochmal gehen, weil wir müssen ja in die Taverne. Und bei der Taverne funktioniert ja der Teleport. Was machst du hier? Ihr werdet eure Tat bereuen. Welche Tat? Was habe ich getan? Warum werde ich hier jetzt bitte von Schlangenfrauen angegriffen? What the fuck? Okay, das für den Verkauf. Und was ist das? Bitte. Der Bewahrer ist dabei, Saal Nasch und ihren Schwestern eine neue Königin zu bringen. Stoppt ihn um jeden Preis. Die Linie der Saal Nasch. What the fuck? Ich weiß doch selbst nicht, was ich getan habe. Könnt ihr mir bitte meine Crimes erklären, bevor ihr mich dafür verurteilt? Oh Gott. Sind die jetzt hier überall, oder was? Das gefällt mir ja gar nicht. Ich frage mich, ob ich mir das Spiel vielleicht schwerer gemacht habe, dadurch, dass ich jetzt schon in diese Schlangenstadtgedöns da gegangen bin. Wieder so ein Rattenmensch. Ey, keine Ahnung, mich verwirrt das hier alles. Ich will doch nur meinen Fisch in Ruhe braten. Kann nicht wieder alles so friedlich sein wie am Anfang des Spiels? Das war doch schön. Heutzutage sind alle so ernst im Leben. Ja, ja. Ja, ja. Traurig, traurig. Sorry. Ich könnte auch für Erfahrungspunkte das ganze Goblin-Königreich ausrotten, fällt mir gerade ein. Ist jetzt vielleicht ein etwas makaberer Gedanke, aber wenn man so drüber nachdenkt, ich habe da ja nichts mehr zu tun. Erfahrungspunkte bringen die jeweils so 100 oder sowas. Und ich glaube nicht, dass ich die noch brauche, aber... Ich Freund. So, ich würde jetzt hier gerne bei den Trollen einfach mal gucken, ob irgendjemand hier dabei ist, der mir irgendwie was über Greu sagen kann. Aber ehrlich gesagt, glaube ich das fast schon nicht. Weil... What the fuck? Ich habe das Gefühl, die haben den ja alle verstoßen, das wissen wir ja schon. Ist hier noch ein Weg, den ich noch nicht gegangen bin? What the fuck? Hier war ich noch nicht. Hier sind ganz viele Spitzhacken und Truhen. Wieso war ich hier nicht? Das Wasser kann hier bleiben. Das nehme ich mit. Knoblauch und Fische. Die Fische können schlafen. Verschlossen. Vielleicht. Kein sonderlich erfolgreicher Versuch. Verschlossen. Aber kein sonderlich erfolgreicher Versuch klingt nicht mehr ganz so schlimm wie zuvor. Na bitte. Es hat geklappt. Geld. Kann ich das hier dann jetzt nochmal probieren? Ich fürchte, ich habe verschlossen. Ich fürchte, ich habe verkackt. Verschlossen. Okay. Habe ich dafür einen Schlüssel eigentlich zufällig? Naja. Okay. Euer Lager. Ich will euch ja auch nicht zu Tode beklauen, bin ich ja auch ganz ehrlich. Was haben wir hier noch? XX. Nichts zu graben. Oh. Ah.
Da unten hatte ich den Stein gefunden. Den einen, oder? War das da? Ich glaube ja. Guck mal, hier ist noch jemand. Hi. Soll ich dir ein bisschen helfen beim Abbauen? Ich meine, ich würde mir den Erlös natürlich behalten. Aber helfen würde ich dir trotzdem. Wer bist du? Ein Troll. Ich, Freund. Oh. Nice. Da habe ich dir gerade wahrscheinlich deinen Wochensoll kaputt gemacht. Tut mir nicht leid. Dafür mache ich dir Licht. Hier, bitteschön. Tschüss. Aber ich war hier tatsächlich überall einfach noch gar nicht. Krass. Ich dachte, ich hätte mich hier fertig umgesehen. XXX. Was hat's damit auf sich? Sind hier jetzt nochmal 4 Xs? Ja. Okay, gehen wir gleich lang. Dann gehe ich erstmal den falschen Weg anscheinend. Da ist sogar noch eine Metalltür. Ich bin jetzt nicht aber einfach auf der anderen Seite von der Taverne. Nein, bin ich nicht gut. Oh, ich werde reich, wenn ich hier euren Job mache. Aber offiziell habe ich ja die Lizenz als Edelsteinhändler, ne? Also im Prinzip könnt ihr mir ja gar nichts, wenn ich das mache. Geil. Okay, den anderen Weg noch lang und dann haben wir es hier, glaube ich, langsam im Trollgebiet. Ich wünschte, hier wäre irgendwie noch so ein Teleporter, aber ich glaube, ihr habt keinen. Es gibt ja einen in dem Gebiet, aber da habe ich immer noch nicht rausgefunden, wie ich da hinkomme. Hier sind noch mehr Wege. Noch viel mehr. Jesus Christ. Sogar mit Wasser. Wie toll. Aber das sieht jetzt wirklich langsam wie ein Ende aus. Was ist diese weirde Sackgasse? Und warum wirkt sie so wichtig? Ist noch ein Diamant. Geil. Okay, ich hatte ehrlich gesagt gehofft, hier irgendwie jemand... Oh, hier ist tatsächlich noch jemand. Ja, chill. Wer bist du? Ist auch einfach nur ein Troll. Ja. Oh. Er nicht will mit uns leben, weil er nicht für Goblins will arbeiten. Bovaka, ich kenne Groy. Ich werde ihm das Geburtstagsgeschenk überbringen. Groy wurde unter der Erde geboren. Er hat Welt draußen nie gesehen. Ich glaube, Groy will Bilder von draußen sehen. Du sagst alles Gute zum Geburtstag, wenn du ihn nächstes Mal siehst. Ja, das werde ich tun. Ah, guck mal hier wirklich was für Groy. Der will Bilder von draußen, Bilder von draußen. Wo könnte ich Bilder von draußen bekommen? Erster Ansatz wäre jetzt natürlich die Bibliothek im Schloss. Und da wir mit der Partzeit auch ziemlich fortgeschritten sind, würde ich sagen, mache ich doch hier einfach mal einen Cut, gehe offscreen wieder zum Schloss zurück. Und da sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder und dann mal gucken, wohin wir als nächstes noch wollen. Ja, bis dann und ciao.